Hierbei ist die auch von Wolfgang Einhard vertretene These interessant, der Antichristus sei eine Reinkarnation Salomos. Der Autor führt für diese Annahme mehrere stichhaltige biblische Argumente ins Feld, zum Beispiel den Begriff Weisheit in Offenbarung 13, Vers 18 als ein auf Salomo hindeutendes Signalwort. Man beachte hierzu, dass kontrastparallele Weisheit ist hier in Lukas 11, 31, welches das Größere des Christus im Vergleich zu seinem Anti hervorhebt. Außerdem weist die Zahl 666 in 1. Könige 10, Vers 14 ebenfalls direkt auf Salomo hin. Salomo ist in Offenbarung 13, 18 der Mensch, dessen Zahl 666 ist. Das fälschlicherweise Davidstern genannte, zutiefst magische Hexagramm wird im Okkultismus als Siegel Salomos bezeichnet, denn letzterer nutzte dieses Symbol in seiner verdorbenen Weisheit für okkulte Zwecke. Es ist anzunehmen, dass der in Apostelgeschichte 7,43 erwähnte Stern Romphans, Lutherübersetzung Räfän, andere Übersetzungen Reifan, Refan oder Remphan, eben dieser Davidstern ist, denn er ist der Stern des Gottes Israels, den sich das Volk gemäß Amos Kapitel 5, 26 selbst gemacht hat. Das durch den falschen Propheten von der irdischen Stadt Jerusalem herausgegebene Mal des Tieres, Offenbarung 13, Vers 17, ist sehr wahrscheinlich dieses Siegel Salomos, denn es trägt in seiner Bezeichnung den ursprünglichen Namen des reinkarnierten Antichristus und stellt die 666 dieses jagenden Tieres grafisch dar. 6 Eckpunkte, 6 kleine Dreiecke und 6 große Linien. Dieses Mal des Drachen ist das Anti-Zeichen des Siegels des Lammes Gottes, das den 144.000 der himmlischen Stadt Jerusalem gegeben werden wird. Somit ist das Siegel Salomos das Mal des Antichristus für Babylon. Wolfgang Einhard weist darauf hin, dass die sechsstufige Treppe zum großen weißen Elfenbeinthron Salomos ebenfalls auf die Identität des Antichristus hinweist. Denn Salomo nahm auf der siebten, also heiligen Ebene, symbolisch die Stellung Gottes ein. Siehe hierzu 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 3 und den großen weißen Thron Jesu in Offenbarung 20, Vers 11. Schließlich ist eins der wichtigsten Argumente für die hier vertretene These der Umstand, dass die Juden ihren Messias als Sohn Davids erwarten und Salomo ist der in seiner verdorbenen Weisheit gefallene Sohn Davids. Er ist das Wort wörtlich. Siehe hierzu Jesaja 14, die Verse 12 bis 14 und die den Salomo betreffenden Signalwörter Weise und Weisheit in Hesekiel 28, die Verse 2 bis 7 und Hesekiel 28, 12 und 17. Denn der Antichristus ist ein kluger, verständiger der Rätsel. Daniel 8, 23 und 25. Wappnung, unter anderem militärische Aufrüstung, Pferde, Gold und Silber, Hesekiel 28, 4, sind gemäß 1. Könige 10, 14 bis 28 und Daniel 11, 38 ebenfalls starke Indizien für die Richtigkeit der vorliegenden Identifizierung des Antichristus. Denn Salomo verstieß gegen das Königsgesetz aus 5. Mose 17, die Verse 16 und 17.